So, servus Leute, ich will euch begrüßen zu unserem neuen Video auf unserem Kanal bei den Cheater Devils. Heute stelle ich euch eine Kaya vor, und zwar eine von der traditionellen Reihe von Kaya. So, wir haben hier einmal die Bowl. Also extrem schön gemacht, hier schlicht gehalten, traditionell, einfach klar und mit Gold. So. Kann man vielleicht sehen. Das kann man jetzt vielleicht schon gut erkennen. So. Wir haben im Moment so ein Problem im Autofokus, glaube ich, oder hast du hinbekommen? So. Hier habe ich noch einmal, das ist bei den traditionellen normal, da ist es einfach ein Stück, also Tauchrohr mit Rauchsäule. Alles zusammen kann man nichts abschrauben, bis auf das hier. Das kleine Stück hier kann man abschrauben. Das ist das Auslassventil. So. Da habt ihr so eine mini kleine Metallkugel drin, dass die auch schön schwer ist, dass da nie was passieren kann. Sehr schön gemacht, an der Drehmaschine wurde das gemacht, das ist alles schön in Gold gehalten. Hier sieht man so die typischen von der traditionellen, dann so Einkerbungen, das ist so ein bisschen, das ist halt selbst gemacht aussieht, Handarbeit. Richtig schön gemacht, gefällt mir sehr gut. So, dann kommen wir schon weiter. An sich, das kann man auch nicht abschrauben, da ist dann einfach nur, da kommt dann, ist so eine Dichtung, zack, die macht man da rein und da haut man dann den Schlauch rein. Hier unten habt ihr das noch so ein bisschen kegelförmig raus und das ist dafür gedacht, denke ich, also ich finde dadurch ist es ein bisschen leiser, wie wenn es normal einfach direkt runter geht, also ich finde es ein bisschen leiser dadurch. Dann ist hier so eine schöne Dichtung, hier diese beiden Löcher, einmal hier für den Rauch rausblasen, hier einmal zum Rauch in den Atem ziehen, also in die Lunge. Dann haben wir hier noch die Dichtung, die da oben drauf kommt, die wird einfach da drauf gesteckt, fertig, bums, sitzt, passt. So, dann kommen wir hier auch schon weiter, das ist ein extrem schöner und schwerer Kohleteller. Der hat extrem schöne Details hier drauf. Das ist extrem schön gemacht. Hier haben wir dann auch noch überall dieses Kaya-Logo drauf vereinzelt. Diese, ich glaube, das ist so ein, das ist ein Käfer. Käfer, ja. Und auf jeden Fall, man merkt es, sie ist schwer und sie ist massiv. Also es ist aus vollem Material. Es ist nicht irgendwie hohl oder so. Das heißt, egal was passiert, es kann nirgends Wasser reinkommen. Sie kann nicht irgendwie dadurch kaputt gehen. Sondern hier habt ihr immer komplettes Vollmaterial. Und nur da drin kann Wasser sein und das kriegt ihr leicht wieder raus. Die Feuchtigkeit. So, dazu wurde noch ein Schlauchset dazu gepackt, von, auch von Kaya. Das ist so ein weißer Schlauch, der ist so ganz leicht transparent. Und hier haben wir ein langes Kaya-Glasmundstück mit so weißer Augen, das ist glaube ich Sandgestalt. Steht ein Kaya-Shisha drauf und hier einen silbernen Schlauchadapter. Und das Ganze hab ich beim Shisha nie gekauft für 100 Euro. Jetzt werde ich Wasser in die Bowl füllen, werde die, ja, ich zeige euch jetzt noch, wie ich sie dann zusammenbaue. Also erstmal Wasser in die Bowl. Ich mache sie bis zu diesem goldenen Strich, dann ist sie perfekt. Bis gleich, ciao. So, jetzt habe ich Wasser reingefüllt bis hier. So, jetzt nehme ich das ganze Teil hier. Man muss echt sagen, alles zusammen dann ist schon gut schwer, aber ich finde es auch richtig geil. Das ist richtig schön massiv. Dann merkt man auch, dass man was in der Hand hat. So, ganz schön schwer das Teil. Dann das Ding noch oben drauf geklatscht. Und jetzt wird mir mein Bruder gleich noch den Kopf ausleihen, den er gerade an der Shisha dran hat. So, immer schön mit der Schrift nach vorne, dass man es sieht. So, perfekt. Sieht richtig geil aus, finde ich, das Teil. Richtig schöne Shisha. Und gleich werde ich euch was zum Rauchverhalten der Shisha erzählen. So. Was habe ich denn als Tabak da? Ich habe einmal den Hulalu von Amy Gold und was ist noch drin? Der Lemon Fresh von Genie. Und Lemon Fresh von Genie. Hier der Schnitt, wie auch glaube ich schon in einem Video erwähnt, ich weiß nicht, ob wir Lemon Fresh schon mal hatten. Das ist ein extrem guter Schnitt, es ist nicht zu viel Molasse dran. Es ist so leicht sandig, fühlt sich an, wenn man den Kopf baut. Ein richtig schöner Geschmack. Und hier haben wir den Hulalu, der ist auch extrem schön geschnitten. Ich glaube, da ist letzte Woche das Video gekommen. Auch nicht zu viel Molasse, ein richtig schöner Geschmack. Und jetzt haue ich erstmal die Shisha an. Direkt da. Bruder hat ja den Kopf angeraucht. Also ich muss sagen, echt. Kopf, Bombe gemacht. Gar kein Props Ding. Props an Fabi. Gar kein Ding, Leute. So, dann. Oh! Wirklich. Dann muss ich echt sagen, oh. Durchzug. So, dieser Durchzug von der Shisha ist extrem geil. Also wie bei Kaya gewohnt, ist ein richtig schöner, leichter Durchzug.
Bei einer einschlauchigen Shisha hat man nie das Problem, dass irgendwie die Kugel oder sowas verrutscht, vor allem weil die so schwer ist, fällt sie immer zurück. Boah, ist es gönnerhaft. Einfach richtig geiler, ausgewogener Kopf, richtig geiler Rauch. Man hört, es blubbert gar nicht so laut. Ich zieh mal. Noch genug für traditionell, aber nicht zu viel. Richtig Bombe. Sie ist auf jeden Fall extrem dicht. Also die, manchmal, natürlich, wenn einen das stört, die Verarbeitung. Sie ist sehr schön verarbeitet, aber zum Beispiel, man könnte auch sagen, schlecht verarbeitet, weil sie hat diesen typischen traditionellen Look mit diesen Schweißnähten dann, die man sieht und sowas, hier unten oder da dran. Aber ich finde diesen Look extrem geil und das macht so eine Shisha aus. Für mich ist es einfach so eine perfekte Shisha, Einschlauch, kann man sich mal gönnen. Vielleicht auch zu zweit, höchstens, aber normalerweise machst du dir die alleine an, weil du richtig Bock hast auf den Kopf. Dann hast du noch so einen großen Kopf drauf und dann richtig gib ihm. Und ja, so einfach Rauch raus, funktioniert. Also Bombe. Also ich kann überhaupt nichts zur Shisha sagen. Was ist der Normalpreis von der Shisha? Normalpreis auf der Kaya-Seite, da gibt es einen anderen Schlauch dazu. Der ist ein bisschen mehr verziert, kein Glasschlauch. Liegt die, glaube ich, das ist diese Clear Edition. Wenn ihr auf der Webseite seid, links unten bei den traditionellen. Und der kostet, ich glaube, 134,90 €. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und beim Shisha-Nil war die im Angebot letzten Samstag, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, für 100 € in diesem Set mit dem Schlauch, alles so verpackt, wie es ist. Ihr habt nur keinen Kamin dran, aber einen normalen Tonkopf habt ihr dabei, 5 Loch. Also Bombenaktion, auf jeden Fall verlinke ich euch das Produkt in der Beschreibung. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.